Okay. Wieso hast du den Sichtschirm zugemacht? Das geht dich nichts an. Wirklich nicht? Klingt so, als würdest du irgendwas vor uns verbergen. Ja, das tue ich. Ich muss dich leider enttäuschen. Ich habe alles gesehen. Hätte nicht gedacht, dass du Puppen sammelst. Was wäre denn, wenn ich sie sammle? Viele Leute haben Hobbys. Groot sammelt Pflanzen. Rocket hat ein Faible für Bomben. Ja, ja. Und Drax hat viele sehr gefährlich aussehende Messer. Siehst du? Ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Wahrscheinlich. Als ich klein war, habe ich auch Sachen gesammelt. Baseballkarten, Actionfiguren. Findest du Sammeln etwa kindisch? Nein, 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 so habe ich das nicht gemeint. Ich zieh dich nur auf, Peter. Mir ist egal, was du darüber denkst. Ich behalte nur gern meine Hobbys für mich. Die Zeit verrinnt, Peter. Wahrscheinlich beobachtet. Okay, Corell, bald wirst du beeindruckt sein. Du hast richtig entschieden. Scheint, deine Freundin hat ihren Teil des Deals erfüllt, Quill. Wissen wir denn sicher, dass sie das ist? Ich überprüfe das. Gleiche Kennung wie vorher. Das ist definitiv die Halas Hope. Schiff. Reg dich ab, ist die Standardprozedur bei Nova Corps. Meinem Schiff geht's gut. Seit wann? Frau Quill, der Bruch landet ständig damit. Also dann, bezahlen wir die Strafe. Also... Wenn wir wieder weg sind. Du meinst, falls wir wieder wegkommen? Ich kenne jemanden, der uns einen ziemlich lukrativen Auftrag verschaffen könnte. Ich werde niemanden umbringen. Und ich schleiche nicht durchs Anwesen eines reichen Flakers, um sein Essen zu vergiften oder so. Eigentlich ging's darum, dass wir mit unserer Lama-Erfahrung jetzt auch Rinderherden hüten könnten. Auf gar keinen Fall! Rocket fängt sich wieder. Versuch einfach nichts anderes zu fressen, okay? Das erinnert mich an meine Kapitulation bei den Behörden. Wie war das so? Befreiend. Ich gebe hiermit zu Protokoll, dass ich nicht hier sein will und dass es ein Fehler ist, hier zu sein. Warst du schon mal auf dem Rock? Ja, sieht aus wie jede andere Nova Corps Station. Okay, es geht weiter. Wenn das Nova Corps auch nur den Lack angekratzt hat, verrechnen wir das mit unserer Strafe. Viel Glück dabei. Das ist grobe Verlässlichkeit. Fahrlässigkeit. Hab ich doch gesagt. Wo sind denn alle? Die meisten Nova-Stationen sind stark automatisiert. Alles synchronisiert vom Worldmind. Es ist beunruhigend. Sie hatten nach dem Krieg keine große Wahl. Zu viele Posten, zu wenig Personal. Ich finde, so ist es ohnehin effizienter. Klar, bis das Worldmind niest und plötzlich die Lebenserhaltung ausfällt. Das ist ein unsicheres System. So funktioniert es auch nicht. Der übertreibt. Wirklich? Ein paar Goldhelme sollen auf Egros verhungert sein, weil das... M-Schiff. Kennzeichnung Milano. Versuche in Lagereinheit M-73-4-L. Bring gefälligst mein Schiff zurück! Zeigen Sie vor dem Abflug Ihre gepflichteten Parkschein. Welchen Parkschein? Wie zum Flak sollen wir von diesem Felsen wieder wegkommen? Sie verschieben sie nur.
damit der Hangar frei bleibt. Was weißt du schon darüber? Ich bin eine ganze Weile für das Nova Corps geflogen. Schon vergessen? Ich versuch's zu vergessen. Eine Verbesserung gegenüber ihrer vorherigen Gesellschaft. Ja, wenigstens bist du am Ende bei uns gelandet. Flag, ich wusste, ich hätte an Bord bleiben sollen. Ich bin Groot. Wie soll ich das wissen? Kommst du, Rocket? Ja, ja. Okay, es sollte einfach nicht so leer sein. Ist heute ein Feiertag? Weltraumbullen haben keine Feiertage. Hallo? Ich bin Groot. Wir würden gerne Strafe bezahlen. Wir suchen Centurion Corell. Die Tür ist versperrt. Tja, wir haben's versucht. Kommt, wir gehen. Wir gehen nicht. Wir gehen zu ihnen, wenn wir müssen. Seht, die Türsteuerung ist auf der anderen Seite. Wir müssen dich nur hinbringen. Was? Soll ich jetzt etwa die Nova Corps Security hacken? Hey, wenn du denkst, dass du es nicht schaffst? Das war billig, Quill. Yep, ist versperrt. Danke für dein Vertrauen. Durstig, Großer? Diese Maschine scheint außer Betrieb zu sein. Vielleicht ist nur deine Geschmacksrichtung aus. Vielleicht müssen wir einfach warten, bis wir dran sind. Das bezweifle ich sehr. Vielleicht ist das ein Test, ob wir Respekt vor den bürokratischen Abläufen haben. Okay, Eilmeldung. Ich hab keinen. Und wenn Sie Ihr Geld wollen, sollten Sie sich beeilen und es nehmen. Hört ihr mich, Goldhelme? Mir gefällt das nicht. Wir müssen wirklich diese Tür aufkriegen. Hey, ich kann sie knacken, aber das Kontrollfeld ist da drüben und wir sitzen hier fest. Hast du die anderen Räume überprüft, Peter? Okay, hier drin ist ein Luftschacht. Das könnte ein Zugang sein. Ja, könnte. Oder er führt runter in den Hangar. Ich bin Groot. Ja, so toll ist die Tech von Nova gar nicht. Ich könnte jetzt nicht das Worldmind übernehmen oder so, aber für die einfache Security reicht's. Ich bin Groot. Psst, halt den Mund! Wir wollen endlich gehen! Was? Vielleicht machen alle einfach nur Pause? Ich bin Groot. Groot sagt, der Kiosk ist noch offen. Ich sage, das ist nicht unser Problem. Komisch. Was denn? Ich meine, außer dem Ganzen hier. Da ist nichts. Nicht mal ein Willkommensbildschirm. Er ist aber an, oder? Die sind immer an. Ständige Verbindung zum Worldmind. Darum geht's ja. Der hier wurde getrennt. Huh. Hey, Drax, gib mir bitte eine Dose Powerstar, ja? Die Maschine ist außer Betrieb und ich verleihe grundsätzlich keine Units. Von Zurückzahlen war nie die Rede. Typisch. Wenn du mal einen Weltraumbullen brauchst, ist keiner da. Mir würde eine Empfangskraft reichen. Mir wird's reichen, wenn wir eine Nachricht dalassen und von diesem Felsen abhauen.